So, heute sind wir mit dem Vario bei meinem lieben Freund Thomas von F&B Autoglas und wir tauschen heute die Dichtung von der Frontscheibe aus. Die ist schon ein bisschen rissig und vor allen Dingen werden wir hier unten den Wasserablauf austauschen. Der ist nämlich stark verrostet, wie ihr hier seht. Und wenn die Dichtung eh raus ist, dann kann man relativ einfach den Wasserablauf mittauschen. Teilnummer packe ich euch in die Videobeschreibung und ich filme ein bisschen die Arbeiten und ihr könnt uns dabei begleiten. So, hier seht ihr die Teilnummer von dem Mercedes Originalteil, kostet 190 Euro. Als allererstes muss man die Wischer entfernen, dafür die Schrauben lösen und dann mit einem Abzieher die Wischerarme ein bisschen lockern. Das ist schwierig, da kommt man nur schwer drunter. Aber ja, hier seht ihr, wie der Thomas von innen die Verkleidung abnimmt und dann mit einem Cuttermesser die Dichtung rausschneidet. Denn wie gesagt, die ist eh ausgehärtet und spröde und wird nicht wieder verwendet. Deswegen kann die weg. Stört dich das überhaupt, wenn du auf dem Video drauf bist? Nein, das ist egal. Machst du ein Video hier davon? Ja, ich habe einen YouTube-Kanal. Ja, endlich! Keine Ahnung, ja. Ja, ich wollte mal schon mal schnell. Ja, ich musste leider in weiten Teilen von dem Video den Ton entfernen, weil im Hintergrund von der Werkstatt da lief Radio und wenn man hier Musik abspielt, für die man keine Rechte hat in so einem Video, dann kriege ich mal eine Abmahnung und da bin ich nicht so besonders scharf drauf. Von daher müsst ihr leider teilweise ohne Ton auskommen. So, hier haben wir die einzige Roststelle am Scheibenrahmen. Einmal harmlos, also hier die ist eher harmlos, die ist schon ein bisschen tiefer. Die werden wir natürlich gleich behandeln, bevor wir die Scheibe mit der neuen Dichtung wieder einsetzen. Hier liegt das Ersatzteil bereit. Die Teilnummer blende ich euch gleich ein. Kostet bei Mercedes 190 Euro. Und ist, ganz ehrlich, in einem so katastrophalen Zustand beschichtet, dass ich das mit Branto Corox Nitrofest noch mal ordentlich überpinselt habe, weil das eine so dünne Beschichtung ist, dass das auf jeden Fall spätestens in einem Jahr wieder direkt rosten würde. Und wie gesagt, deswegen habe ich das einmal noch nachlackiert, leicht angeschliffen und dann noch mal ordentlich eine Schicht Branto Corox Nitrofest in Schwarz drauf gemacht. Hoffentlich hält es jetzt länger. Wir werden natürlich auch gleich noch ein bisschen Rostvorsorge in den Wasserkasten machen. Und das zeige ich euch gleich auch noch. Hier den alten Windlauf, Wasserlauf. Und an der Innenseite deutliche Rostspuren. Deswegen ist das ganz gut, dass wir den jetzt austauschen. Ich muss jetzt hier noch die Spritzdüsen rausnehmen, beziehungsweise die Übergänge in Spritzdüsen. Hier seht ihr nochmal das innere, untere von dem Wasserkasten. Das ist eigentlich alles im guten Zustand. Was ihr oben an Rost und im Scheibenrahmen seht, das war hauptsächlich so Flugrost von dem alten Blechrahmen. So, wir haben die kleineren Roststellen beseitigt. Waren doch noch, hier war noch eine, hier war noch eine. Haben die jetzt mit Epoxy, Brunox Epoxy behandelt, sodass sie nicht weiter rosten. Haben den ganzen Wasserkasten hier mit Dinitrol ML ausgesprüht. Werden jetzt das lackierte Teil, was hier bereit liegt, ne, hier habe ich wieder die Kabelführung draufgeklebt, wobei ich nicht glaube, dass die originalen Mercedes sind. Hier habe ich die Adapter für die Spritzschläuche reingesetzt. Werde ich jetzt auch nochmal mit Dinitrol ML von unten einsprühen und dann bauen wir es ein. Ja, da haben wir alles wieder zusammengebaut, ordentlich verschraubt. Wie gesagt, vorher
schönen Rostschutz in dem Wasserkasten gemacht. Alle Gestänge, das Wischergestänge und alles, was da unten an beweglichen Teilen ist, ordentlich abgeschmiert. Und jetzt ist das zu und wird hoffentlich die nächsten Jahre auch halten. Hier zieht der Thomas eine Schnur in die Dichtung ein. Die Dichtung wird nur geklemmt und nicht verklebt. Und durch das Rausziehen der Schnur wird die sich nachher in den Metallrahmen setzen. Dann wird die Dichtung noch ein bisschen geprimert, damit die gleich besser in den Rahmen flutscht. Da wir ein bisschen faul waren und uns die Arbeit leichter machen wollten, haben wir darauf verzichtet, die Windführungen an den seitlichen Scheiben abzubauen. Dadurch wurde beim Einsetzen ist eigentlich ein bisschen mehr, man muss die dann da so ein bisschen dazwischen führen, aber das hat super geklappt, also muss man nicht zwingend abbauen. Ja, während die beiden Kollegen von außen gegen die Scheibe drücken und da so ein bisschen klopfen, zieht der Thomas von innen die Schnur raus und dadurch stülpt sich die Dichtung quasi über diesen Metallfensterrahmen und setzt sich dann in die Karosserie. Ich würde sagen, bei dir hier. Wohin? Da ist gut. Auf meinem? Gut. Scheibe ist drin, Sitz perfekt. Tausend Dank nochmal an die Jungs von F&B Autoglas in Dienstlaken. Super Job. Dankeschön.